Menschen wie Da Vinci, Einstein oder Gandhi haben mit ihren Ideen und Taten den Lauf der Geschichte für immer verändert und viel zu der Welt beigetragen, in der wir heute leben. Doch was viele nicht wissen, einige der größten Persönlichkeiten der Geschichte hatten eine unbekannte zweite Seite. Und zwar vor allem, wenn es um ihr Liebesleben, ihre Vorlieben und ihre Partner geht. Wir zeigen euch heute unter anderem eine historische Person, deren Ex-Partner alle sofort nach der Beziehung starben, einen Eroberer, der für Millionen von Nachkommen sorgte und einen berühmten Maler, der tatsächlich ein furchteinflößender Liebespartner war. Also legen wir direkt los hier bei Wissenswert. Beginnen wir unser Video mit einem äußerst mächtigen Mann, und zwar Genghis Khan, dem Gründer des Mongolischen Reichs. Genghis Khan eroberte im Laufe seiner Karriere als Feldherr im 13. Jahrhundert nicht nur zahlreiche Königreiche, sondern auch unglaublich viele Frauen. Und nein, das unglaublich viele ist im Fall von Genghis Khan wirklich keine Übertreibung. Während er mit seiner Armee nämlich in die verschiedensten Länder einfiel und dabei rücksichtslos große Teile der Bevölkerung auslöschte, trug er gleichzeitig auch dazu bei, dass sich sein eigenes Volk vergrößerte. Und zwar höchstpersönlich. Genghis Khan schwängerte nämlich bei seinen Eroberungsfeldzügen dermaßen viele Frauen, dass heute unglaubliche 16 Millionen Männer auf der Welt zu seinen Nachfahren gehören. Das sind 0,5% aller Männer auf der ganzen Welt. Auch wenn dies erstmal etwas unglaubwürdig klingt, wurde dieser Fakt tatsächlich von Forschern mittels Genetik nachgewiesen. Um auf heute 16 Millionen Nachfahren zu kommen, musste Genghis Khan sich natürlich ganz schön ins Zeug legen. Er hatte zwar eine Frau, die ihn dauerhaft begleitete und mit der er mehrere Kinder zeugte, über 99% seiner Kinder stammen aber von den Frauen aus seinem riesigen Harem. Genghis Khan nahm sich auf seinen Feldzügen nämlich jede Frau mit, die ihm gefiel, und hatte dann Sex mit ihr. Und das nicht selten auch mehrfach am Tag. Insgesamt wuchs der Harem des Mongolenherrschers so im Laufe der Jahre auf über 500 Frauen an, die alle im Schnitt etwa 3 Kinder von ihm bekommen haben sollen. Machen wir als nächstes weiter mit einem Maler, dessen Bilder weltweit bekannt sind, und zwar Pablo Picasso. Der spanische Maler, der zwischen 1881 und 1973 lebte, führte ein wirklich bizarres Liebesleben und hatte auch innerhalb seiner 2 Ehen immer mehrere Freundinnen gleichzeitig. Diese dienten dem Maler einerseits als Musen für seine Kunst, die er vergötterte, zeitgleich benahm er sich ihnen gegenüber auch immer wieder wie ein Psychopath. Tatsächlich stellte er mit ihnen sogar so schlimme Dinge an, dass er manchen von ihnen noch Jahre nach ihren Affären Geld bezahlte, damit sie nie öffentlich darüber sprachen. Picasso stand auch auf sehr junge Frauen und hatte beispielsweise im Alter von 46 eine Beziehung zu einer 17-Jährigen. Während der Künstler am Anfang seiner Affären äußerst liebevoll war, entpuppte er sich später immer wieder als schlimmer Macho und Sexist, der die Frauen nur als Fußabtreter benutzte. Picasso bedrohte die Frauen regelmäßig und zwang sie im Bett zu bizarren und verstörenden Dingen. Dabei trieb er es so weit, dass eine seiner Freundinnen fast verrückt wurde und nach der Beziehung für den Rest ihres Lebens als Einsiedlerin lebte. Eine andere nahm sich sogar das Leben. Kommen wir nun zu einem Mann, der Picassos schlimme Statistik noch um Längen schlägt. Nämlich zu dem Diktator Adolf Hitler. Hitler, dessen grausame Politik wir alle kennen, war nämlich auch in Sachen Beziehung alles andere als normal. Hitler hatte über viele Jahre lang eine feste Beziehung mit Eva Braun, wie vielen soweit bekannt ist. Sie beendeten ihr Leben gemeinsam im Führerbunker. Doch weitaus weniger bekannt ist, dass er kurz bevor er Eva 1929 kennenlernte, eine Affäre mit seiner eigenen Nichte, Angela Raubal, hatte. Angela war die Tochter von Hitlers Halbschwester und zu diesem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt. Ursprünglich wollte sie Hitlers Chauffeur heiraten, als der spätere Diktator dies jedoch erfuhr, verbot er die Beziehung, weil Angela noch minderjährig war. Dies hinderte Hitler jedoch nicht daran, anschließend selbst eine Beziehung mit seiner Verwandten zu beginnen und mit dieser auch noch eine gemeinsame Wohnung
Stellung zu beziehen. Nach nur 2 Jahren des Zusammenlebens mit Hitler nahm sich Angela dann das Leben. Und damit war sie übrigens nicht die Einzige. Auch die englische Adlige Unity Mitford, mit der sich Hitler später mehrere Jahre lang traf, beendete ihr Leben, als es zum Krieg mit England kam. Obwohl sie und der Diktator sich bestens verstanden haben sollen, sagte Hitler, dass er sie nie wirklich lieben konnte, weil sie eine Ausländerin war und seine Gefühle, genau wie er, national seien. Das Liebesleben der nächsten Person in diesem Video kommt glücklicherweise ohne Tode aus, ist jedoch auch äußerst bizarr. Es geht nämlich um den weltberühmten Neuropsychologen Sigmund Freud. Freud, der zwischen 1856 und 1939 lebte, ist noch heute für seine wegweisenden Theorien zur menschlichen Sexualität bekannt. Schon damals war er in seinem Denken so fortgeschritten, dass er beispielsweise Homosexualität nicht als Krankheit ansah und sagte, man müsse sich dafür nicht schämen. Bei seiner eigenen Sexualität gab es jedoch durchaus einen Grund, sich dafür zu schämen. Sigmund Freud war nämlich im jungen Alter in seine eigene Mutter verliebt und tat alles, um sie für sich alleine zu haben. So drang er beispielsweise ins Schlafzimmer seiner Eltern ein, um diese daran zu hindern, Geschlechtsverkehr zu haben. Als seine Mutter von seinem Vater erneut schwanger wurde, wünschte er seinem noch ungeborenen Geschwisterkind sogar den Tod und freute sich, als es dann tatsächlich verstarb. Auch in eine viel ältere Hausangestellte war er verliebt. Basierend auf seinen eigenen bizarren Gefühlen und dem Wunsch nach Geschlechtsverkehr mit der eigenen Mutter, entwickelte Sigmund Freud später das psychoanalytische Erklärungsmodell des Ödipus-Konflikts. Umgesetzt hat Freud seine Gedanken übrigens nie. Stattdessen heiratete er eine andere Frau und bekam 6 Kinder mit ihr. Als nächstes kommen wir zu einer historischen Person, bei der garantiert niemand an Sex denkt, nämlich bei dem berühmten indischen Friedensaktivisten Mahatma Gandhi. Der religiöse Gandhi predigte seinen Anhängern nämlich nicht nur, dass sie ohne Geschlechtsverkehr leben sollten, sondern hatte sogar selber ein hinduistisches Keuschheitsgelübde abgelegt, was ihm Sex verbot. Obwohl Gandhi bis heute als moralisches Vorbild gilt und seinen Anhängern sogar untersagte, im selben Raum zu schlafen, auch wenn diese verheiratet waren, dehnte er diese Regelung für sich selbst auf bizarre Weise aus. Gandhi forderte die Frauen in seinem Gefolge nämlich regelmäßig zu seltsamen Experimenten heraus. Er behauptete beispielsweise, nur die Keuschheit von Frauen testen zu wollen, indem er mit ihnen gemeinsam unbekleidet badete oder nackt im selben Bett schlief. Hierbei wollte er angeblich testen, ob sie der Sünde widerstehen können. Später entdeckte Briefe des Friedensaktivisten bewiesen, dass er die Frauen hierbei unter anderem auch für sich strippen ließ, und natürlich kam es auch bei den Keuschheitstests zu einigen Unfällen, wie er selber beschrieb. Dass Gandhi seine dubiosen Experimente als Vorwand nutzte, um das, was er seinen Anhängern selber predigte, zu unterwandern, zeigt auch der Fakt, dass er sich immer wieder jüngere und attraktive Frauen aussuchte. Als er selber schon 77 Jahre alt war, holte er beispielsweise eine 18-Jährige in sein Bett. Kommen wir zuletzt noch zu einer absoluten Ikone des letzten Jahrhunderts, und zwar zu Marilyn Monroe. Die Schauspielerin, die neben ihren Filmen wie Manche mögen's heiß auch für ihre blonden Haare und ihr gutes Aussehen bekannt war, verdrehte nicht nur im Kino zahlreichen Männern die Köpfe, sondern ließ es auch im echten Leben sehr heiß hergehen. Dabei sah es bei der attraktiven Blondine, die im Alter von nur 36 Jahren verstarb, zunächst gar nicht danach aus. Bereits mit 16 und vor dem Beginn ihrer Karriere heiratete sie nämlich. Danach war ihr Leben bereits vorbestimmt, denn als Hausfrau in den 1940er Jahren war es ihr Job, Kinder zu bekommen und sich um den Haushalt zu kümmern. Doch Marilyn Monroe tat etwas, das so nur wenige Frauen in den USA zu dieser Zeit wagten. Sie trennte sich nicht nur von ihrem Mann und heiratete mehrfach andere Partner, alleine das war damals bereits skandalös, sie hatte auch immer wieder Affären mit allen möglichen Männern, unter anderem angeblich sogar mit dem Präsidenten John F. Kennedy. Während jedoch viele Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, damals für so etwas geächtet werden würden, schaffte Marilyn Monroe es, durch ihr Liebesleben noch bekannter und erfolgreicher zu werden. Monroe verkehrte
Kontakte sogar nicht nur mit Männern, sondern auch mit berühmten Frauen wie der Schauspielerin Marlene Dietrich oder Elizabeth Taylor. Wenn euch dieses Video gefallen hat, seht euch auch unbedingt unser Video über 8 dreiste Menschen an, die beim Fremdgehen erwischt wurden. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!